Ja, Leute, jetzt geht's richtig ab hier. Wir sind im tiefsten Industriebereich hier. Also ich muss sagen, der Ort ist auch noch sehr unangetastet. Der ist einfach nur so vor sich hingerottet quasi. Wahnsinn, also. Aber übelst geil. Und da hinten draußen geht's noch weiter ran. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. Moin Leute, ich bin Simo von Waldkohl. Ich bin heute wieder mit dem Manuel unterwegs. Wir sind hier an einer verlassenen Kohlensäurefabrik. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Tour, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Mensch Leute, ich sag euch, das ist voll die geile Stimme hier. Es schneit draußen, von oben, vom Dach her kommen die ganzen Schneeflocken raus. Hier unten steht Farn. Also, das ist richtig schön hier, so, ja, so Walking Dead mäßig. Und es ist schön runtergekommen, sag ich mal. Die Natur, die holt sich hier ihren Raum wieder zurück, so langsam. Und ich liebe das. Also, das hat was für sich. Hier befinden wir uns im Sanitärbereich, hier sind die Toiletten. Hier waren, denke ich mal, die Waschbecken, so wie das aussah. Die waren hier in den Verankerungen drin. Und ich muss hier gerade balancieren, das ist nicht so einfach. Und hier haben wir, ja, das sieht aus wie eine kleine Gärtnerei. Überall Efeu da hinten. Und hier haben wir ganz viele Schafe, die da einfach so rumliegen und sich ja, ausruhen, sage ich mal. Manuel, ist das Schafswolle? Das ist Schafswolle, ja. Ja. Also schön weich. Schön weich. Nichts mit Glasfaser oder Steinwolle? Nein, nein, nein. Leute, jetzt geht's richtig ab hier. Wir sind im tiefsten Industriebereich hier und also ich muss sagen, der Ort ist auch noch sehr unangetastet. Der ist einfach nur so vor sich hingerottet quasi und Wahnsinn. Also gut, die Kabeldiebe waren auch schon hier, aber das ist ja nichts Neues. Die haben ja alles auseinandergeruppt, so wie immer. Aber übelst geil. Und da hinten, da draußen geht's noch weiter. Wahnsinn. We'll be right back.
So Leute, hier ist wahrscheinlich die Montagehalle oder eine Halle, wo die LKWs reingefahren sind und das Zeug aufgeladen haben und dann weggefahren haben. Weil, ich komme ganz einfach drauf, weil hier überall so Tore sind an der Seite und ja, da sind vermutlich hier Autos oder irgendwas wurde hier reingefahren. Oder vielleicht war der vordere Teil auch eine Kfz-Werkstatt hier, ich keine Ahnung. Oh, es schneit noch immer. Typischen. So Leute, wir sind hier wieder am Ende unserer Tour. Bis zum nächsten Mal. Euer Timo von Waldkult.